Artikel dabei und ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz jetzt mit den Klo-Crackern von Nico an. Viel Spaß! So, Klo-Cracker von Nico. Aktuelle Ware. Ja, fliegt weg. So, stell scharf. Na, stell scharf. So, Klo-Cracker ganz normal mit Tonerde. Wie man es kennt von aktueller Ware. Und dann zünden wir mal ein paar weg. Schnipseln aber noch gut, finde ich cool, wo der Knall durchschnittlich ist. Kann man sich ruhig mal geben, der Rest noch auf Schlag. So, weiter geht's mal ganz entspannt mit ein paar Kubis von Xplode. Und die neuen hören sich noch ganz gut an. NEM ist 5,5 Gramm pro Kubi. Und dann zünden wir jetzt mal zwei Stück. Na, stell dir lieber hin. Richtig fett. Den zweiten auch. Schöne Teile, die haben noch richtig, richtig fetten Knall. Weiter geht's mit den Vipers von Leslie. Das sind so schöne Spanish Crackers. Also im Design davon. Machen wir auch mal ein paar. Wo ist jetzt die Lunte? Okay, da ist die Lunte doch. Schön, schöner Knall. Auch gut, machen wir noch mal einen dritten. Der war ein bisschen schlechter, aber insgesamt richtig gute Teile. Sind nur ein bisschen schlechter wie roten Corsare, wie ich finde. So, weiter geht's mit dem älteren B- oder C-Böller von Feistel. Ich weiß es jetzt nicht genau. Vorne hinten zugestopft. Und wir gönnen uns das Teil jetzt mal. Ja, der ist jetzt leider verpufft. Aber normalerweise drücken die noch richtig heftig. Weiter geht's mit einer Neuheit oder einem neuen Design, die Asteroid von Lego. Sind ja ganz normale Meteoriten. Werden aber als Neuheit preisgegeben, komischerweise.
schlecht. Kein Crackling, nur so ein paar Funken. Naja, ne. Die waren auch mal besser, fand ich. Eigentlich war alles besser. Fast alles. Ja, ganz okay, aber das Crackling ist halt noch kaum bis gar nicht mehr vorhanden. Dynamit Superballer 2. Auch schöne Teile eigentlich immer. So sehen die schicken Teile aus. Das Design finde ich richtig cool. NEM von 2,5 Gramm. Stellt super scharf. Ja, jetzt endlich. Und ja, zünden wir auch mal ein paar. Haben ungefähr die Größe von einem D-Böller, ehrlich gesagt. Bin auch jetzt nicht lauter wie ein normaler D-Böller. Und machen wir auch noch mal einen dritten. Denn die sind ja ganz schön so zu zünden. Der war nochmal sehr gut. Und wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Schön. Und jetzt als letzten Artikel nochmal die Pyroart Kubis. Drei in der Packung. Ich würde sagen, wir zünden alle weg. Die Teile haben noch eine NEM von 3 Gramm. Und ja, viel Spaß. So, nächster Kubi. So, und den letzten Kubi nochmal. So, jetzt der Kubi von Pyroart. Nice. So, dieses Destruction Flare von Leslie. Mit 1 Vulkane, 26 Gramm in der App. Machen wir alle vier auf einmal. Auf einmal auch noch. Erstmal nicht mal erstmal einen alleine. Okay, wir hören uns noch kurz eine Zündehilfe und dann geht's weiter. Orient von Jorga kennt ja jeder. Schick, schick. Galaxy 6 von Xplode. Drei verschiedene Bombenrohre. Wir bauen die jetzt mal auf. Das ganze Teil hat eine Gesamt-NEM von 29,4 Gramm. Das stellt gerade überhaupt nicht scharf, aber ihr könnt es mir schon glauben. Und los geht's. So, los geht's mit dem Galaxy. Das erste in Gelb oder Weiß. Kommt drauf an, wie man es jetzt so sieht. So, und das letzte. Nice. So, jetzt der Fantasy-Vulkan in blau-lila.
Viel Spaß. Kurz, aber sehr schön. So, jetzt gibt's noch die Rap von Xplode. 52 Gramm NEM. Schauen wir mal, was die so kann. So, die Rap wird jetzt beidseitig gezündet. Okay, die war einfach mal tausendmal leiser als ein Flashbang oder so, ne? Ja, aber sie ist umgekippt. Das war lustig. So, jetzt die tolle Lola von Weco. Richtig geile Rakete. Viel Spaß. Einfach nur geil. Feuerzeug. So, Phoenix von Nico. Kleine Mini-Batze. Phoenix von Nico jetzt. Hat Fächerung. Also mal gespannt, was Video ist. Schönes Teil auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann man sich ruhig mal geben. Komm, wir. Been counting all your aces, you ain't winning. Your phone book full of numbers and names. All them vain decisions keep you jaded. You could have found the one, but you won't change. So aren't you glad?